Also ich bin freiwillig hier, weil ich was mit Kunst und Kultur machen wollte. Ich habe eine Geschichte. Ich erzähle euch. Das ist doch eine gute Geschichte. Später wirst du ja der Protagonist. Oh, bitte nicht. Such dir mal ein anderes Opfer. Hier, den da. Aber das ist Ala. Die ist, ja. Wer ist das? Die ist eine russische Opernsängerin. Die kann das gut machen. Ey, du, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zusammenpasst. Ich will das gar nicht. Nee. Ja, hallo, Rahel? Ja, was zusammen? Ich würde die nehmen. Sag mal, kannst du nicht heute, hast du heute Zeit? Wir drehen nämlich einen Kurzfilm. Ein Film? Ja, ein Kurzfilm, genau. Wir würden gerne... wir hätten eine Rolle für dich. Ja, das ist sehr interessant. Was mit Geld? Nee, wir haben kein Geld. Ach so. Ja, dann auch nicht schlimm. Bring was mit zum... Ein Kopftuch oder sowas. Ja, so Kopftuch. Das war's, ey, ich bin nach Hause. Und wann denn? Also, wie spät ist jetzt? Um 11. Ja. Ach so. So schnell, nach einer Stunde. Mal okay, naja, ich mach gerne, ja. Gib's mir Zeit, eine Stunde, und das komme ich. Komm ich, ja, ja. Mach keine Sorge. Super! So, dann machen wir das. Machen wir das. Los geht's. Keine Brot. Mann, wir haben keine Hefe. Natürlich verdammt. Nur zwei Worte. Supermarkt. Hefe. Hilfe? Hilfe! Supermarkt! Hilfe? Supermarkt! Supermarkt? Hilfe? Gehst du einfach Gesundbrunnen? Und dann nach unten? Supermarkt. Supermarkt? Da müssen Sie lang in die Richtung irgendwo. Ja, ja. Ich will Supermarkt? Ja. Genau. Supermarkt? Hier ist kein Supermarkt. Haare schneiden. Supermarkt? Ist hier nicht. Supermarkt? Versuch's woanders. Supermarkt! Ach, bist du glatt! Schaut mal hier zu Ihrer
Ja. Hilfe, Hilfe! Ja, gerne. Wobei? Was brauchen Sie? Hilfe! Hilfe, brauchen Sie Hilfe? Hilfe! Hilfe oder Hirse? Do you speak English? Hirse? Hilfe! Ja, schon in Ordnung. Hilfe? Soll ich jemand holen? Vielleicht braucht er. Kannst du mal. Entschuldigung? Was machen Sie denn da? Hilfe! Ich gebe sofort eine Anzeige. Für Hilfe! Wenn Sie mich hier klauen, dann gibt es aber Ärger. Ach! Das sieht ja ganz schön blass aus. Der Mann hat ja überhaupt. Was hat er denn? Was ist los mit dir? Alles klar? Hilfe! Ist alles okay mit dir? Kann man bitte jemanden einen Arzt rufen? Schnell! Das sieht nicht gut aus. Kann jemand Erste Hilfe leisten? Hallo, hörst du mich? Hallo? Ja, ich bin. Was ist los? Wo denn? Im Krankenhaus. Was ist passiert da? Nein, das kann nicht sein. Ich komme. Ja, ich komme sofort. Ich habe seine Frau schon informiert. Sie ist auf dem Weg. Was hat die Anamnese gegeben? Ja, das war schwierig bei der Anamnese. Der Mann spricht überhaupt kein Wort Deutsch, hat immer nur Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ununterbrochen, Hilfe, Hilfe, ja? Dann muss ich mal reinschauen. Ja, machen Sie das. Stellen Sie einen Bistock, bitte. So, da sind wir schon. Hallöchen! Spielst du oder was? Portefeuille? Ich mache eine Magenspiegelung. Portefeuille? Sie sind 200 Milligramm Propofol. 200 Milligramm. Das Gute bei Propofol ist ja, dass man direkt nach der Untersuchung gleich wieder hundertprozentig ansprechbar ist. Ich werde Sie jetzt untersuchen. Nur ganz kurz weh. So, ganz ruhig. Damit ich kann Brot backen. Abendbrot für Essen, verstehen Sie? Habibi, meine Frau, alles okay, alles okay. Wir gehen weg von hier. Ja, wir gehen weg. Jobcenter muss als Produzent. Bitte? Das ist ja widerlich.